Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht. Sophie ist am Start, das bedeutet, heute wird ausgemistet. Mal wieder. Wann war das letzte Video? Vor 2 Wochen? We don't know. Auf jeden Fall. Monat wahrscheinlich. Oder? Ja, probably. Auf jeden Fall ist mal wieder escalated. Nicht mal so krass escalated, aber so, ich muss mich jetzt langsam von gewissen Dingen trennen, die ich einfach nicht anziehe. Weißt du? Ich habe die ganze Zeit so Party-Tops, die ich immer so herschiebe, so von wegen, ja, wenn Corona vorbei ist, ne, dann kann man es wieder anziehen. Wenn Corona vorbei ist, dann kann man es wieder anziehen. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo man einfach sagt, nein, du wirst es auch nach Corona nicht nochmal anziehen. Ja. Weißt du? Dann will man eh was Neues haben. Eben. Ich muss sagen, ich habe so viele Jeansets über die letzte Zeit bestellt. Sau viele davon passen mir nicht. Und deswegen wird es heute einfach auch mal Zeit auszumisten. Ja, weil du heute auch nicht zurückschickst. Ich bin dann lieber so jemand, der dann einfach sagt, komm, jemand anderes kann es haben, von meinen Freunden will es jemand haben, ich hasse Sachen zurückschicken. Ja, für eine Sache ist halt doch nervig. Ja. Wenn man jetzt 10 Sachen bestellt, 9 sind scheiße, kann man schon. Ja, ja, das schon. Ach, das schon. Aber ansonsten. Was hast du noch bestellt? Was ist denn das hier, dieses Ski? Ski? Ah, Ski is us of the runaway, the label. Warum steht da Ski? Keine Ahnung. Vielleicht kaufen die das auch einfach nur ein und verkaufen das weiter. Kann natürlich auch sein. Also das machen sau viele solche Australian Brands. Okay, auf jeden Fall. Also Sophie meinte eben, gibt es überhaupt was zum Ausmisten? Möchtest du vielleicht mal zeigen, was wir da so zum Ausmisten haben? Ich weiß ja nicht, was du immer machst in einem Monat. Das haben wir legit gerade erst aufgeräumt. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch einfach wenig. Ich kann einfach nichts mehr sagen. Mich kann man einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich habe hier auch nicht so viel sortierten Stauraum, weißt du? Wenn du so Schubladen hättest, dann könntest du das besser. Aber ich muss sagen, das zum Beispiel, das ist einfach nur nicht ordentlich. Ja, das ist auch einfach zu viel. Ja, ja. Ich sagen. Ja, so, dass man es halt schlecht ordentlich halten kann, aber ist ja nicht. Wenn du ausziehst, brauchst du auf jeden Fall was mit Schubladen. Ja. Nicht so Regalbretter, das ist richtig schlimm zum ordentlich halten. Ja. Mehr zum Hängen und so Schubladen, die flach sind, weil dann kannst du die Sachen so schön einrollen und ausziehen und so und kommst auch an die Sachen hinten dran. Ja, ist halt schwer, also da bin ich auch nicht ordentlich. Aber ja, also. Das kann weg. Okay. Ganz dramatisch. Ich finde den Blazer eigentlich cool, aber irgendwie ist die Farbe so. Bisschen Opa. Okay, also was machen wir jetzt hier? Lass hier den Haufen machen, den wir wegmachen. Ein Wegkommt, okay. Ja. Hier ist der Wegmachen-Haufen. Das hat noch ein Etikett, gell? Nee. Nicht? Aber der ist echt neu. Sieht so aus. Also nicht neu, aber. Das Kleid liebe ich. Ja, und dann? Living my princess life. Das auch. Das hab ich mir schon gedacht, dass das nicht egal ist. Niemals! Niemals! To my covers, where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper, not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. Ich bekomme ein entrückendes Gefühl, wenn ich das sehe. Wirklich. So richtig Hilfe, I can't breathe. Aber es sieht eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht aus. Also ich habe mich reduziert, Leute. Ja, crazy, ne? Ui. Für meinen Papi. Bist du die süßeste Nonno? Ja,
Hier haben wir jetzt die ganzen ausgemisteten Sachen und das wird jetzt hier alles schön verpackt. So, Leute. Komm her. Sky, komm her. Ich wollte mal was sagen. Komm her. Ja. Ab in die Höhle. Und zwar geht ja gerade so ein Video rum, wo Influencer getestet werden von Marvin. Und ich wollte dazu was sagen und ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich gar nichts dazu hätte sagen müssen oder sagen sollen, aber ich wollte dazu einfach mal was sagen. An sich finde ich die Idee von diesem ganzen Test mega interessant und auch irgendwie gut, weil man so ein bisschen auch sehen kann, okay, wer macht legit Werbung einfach nur für die Kohle. So. Das Problem, was ich dabei habe, ist die Folgen von so einem Video. Also Influencer werden sowieso die ganze Zeit unter einen Kamm geschert. Boah, war das gerade das richtige, der richtige Satz? Ich weiß nicht genau. Wir werden sowieso alle immer in eine Schublade geschoben, so. Und jetzt nur noch mehr. Und wenn ich mir so die Kommentare darunter durchlese, ist es wirklich furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Und ich habe auch mit Freunden drüber geredet, mit meinem Management drüber geredet. Und nochmal an euch Leute, an meine Community. Es gibt auch Influencer, die Dinge bewerben, die sie auch wirklich gut finden und viele Kampagnen absagen, weil denen das Produkt nicht gefällt, weil die nicht hinter der Brand stehen oder weil das Produkt einfach nicht gut ist oder was auch immer. Nicht jeder Influencer bewirbt ein Produkt nur des Geldes wegen. Und das ist das, was ich so auch teilweise so schlimm finde, mit den ganzen Hassnachrichten, die Influencerin bekommen hat, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, weil sie drauf reingefallen ist und so weiter. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und ich kenne sie auch persönlich. Und es ist einfach, es ist schlimm, so eine Hasswelle zu bekommen. Und was ich gut fand von Marvin, er hat in seinem Statement-Video darüber gesprochen und hat gesagt, ey, ich wollte damit kein Hassmobbing auslösen oder sonst irgendwas. Das finde ich total fair, dass er das erwähnt hat. Und dann auch noch die Leute gepostet hat mit dem vollen Insta-Account, die wirklich schlimme Wörter ihr geschrieben haben und gesagt hat, davon möchte ich mich ganz klar distanzieren. Das sollte nicht ein Auslöser sein von diesem Video. Das Problem ist, dass sowas immer ein Auslöser ist von solchen Videos. Ich möchte mich jetzt hier auch überhaupt nicht als den heiligen Samariter darstellen und sagen, ich mache alles so viel besser. Aber ich möchte nur sagen, dass das Problem ist, dass Influencer ein noch viel schlechteres Bild, als sie es sowieso schon haben, bekommen. Dadurch, dass einfach so viele Menschen das nicht als richtigen Job ansehen. So. Und nicht jeder macht irgendwas nur des Geldes wegen. Und man darf auch nicht vergessen, jetzt nicht wegen dieser Creme, weil wir wissen ja, dass es nur Gleitgel. Ein Produkt, was für mich funktionieren kann, bedeutet aber nicht gleich, dass es auch zu 100% für dich funktioniert. Und das ist einfach ein Fakt. Und wenn ich etwas promote, was ich super toll finde, aber du sagst, boah, das hat bei mir gar nichts gebracht, es ist überhaupt nicht schlimm und es ist auch gar nicht verwerflich für den Content Creator oder für wen auch immer, der das bewirbt. Weil es kann ja, also es ist, ich sag nicht, dass es in jedem Fall so ist, ne? Aber wenn ich sage, dass es für mich funktioniert, dann meine ich das auch ehrlich. Aber ich habe zum Beispiel eine ganz andere Haut oder was auch immer bei Klamotten. Ich trage die und die Größe, aber bedeutet nicht, dass es dir auch passen muss. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, es ist einfach, ja, das wollte ich einfach dazu sagen. Weil ich jetzt gar nicht mehr, ich will gar nicht gegen irgendjemanden hetzen. Ich möchte nicht noch mehr negative Vibes ins Internet spreaden. Wie gesagt, es ist sowieso ein sehr toxischer Place. Man muss genau aufpassen, was man sagt. Man darf keine Statements machen, weil man solchen Leuten noch mehr Aufmerksamkeit gibt und noch mehr in diese Hasswelle reingeht. Ja, ich finde das irgendwie so schade, aber so viel wollte ich nochmal dazu sagen. An sich finde ich, bin ich auch der Meinung, es gibt viele Influencer. Viele Influencer, die ihr auch kennt, die Bullshit einfach promoten. Wo ich auch sage, ey, ich habe das ausprobiert, das funktioniert wirklich nicht. Oder das ist einfach Bullshit. Oder mir gefällt einfach nicht,
wie die Brand aufgebaut ist. Aber es gibt auch ganz viel Bullshit auf der anderen Seite, wo Leute sagen, ja, das und das kauft nichts bei der Brand, weil die ist so und so und die ist so blöd und bla bla bla. Aber die haben auch keine, ich sag mal, handfesten Beweise oder sowas. Sondern es sind alles nur Spekulationen. Deswegen die Moral aus dieser Geschichte und das, was ich eigentlich hiermit sagen möchte, ist, informiert euch immer selber. Glaubt nicht immer alles, was ihr vor die Nase gesetzt bekommt, sondern hinterfragt Dinge, macht euch schlau, informiert euch. Genau das gleiche jetzt auch mit den politischen Themen mit Israel, den Palästinensern. Dieses ganze Ding ist so krass uninformiert, also wir alle sind so krass uninformiert, ich inklusive. Ich musste mich richtig reinlesen, auch mit verschiedenen Leuten drüber reden, damit ich die Situation auch verstehe. Man will ja nicht irgendwie eine Partei ergreifen oder sonst irgendwas, aber man muss sich informieren und sich selber ein Bild machen. So viel dazu, und das geht, da spreche ich wirklich jedes Hate-Thema an, jeder Shitstorm, der in den letzten Wochen war. Glaubt nicht immer alles, was euch vor die Nase gesetzt wird, egal von welcher Seite. Weil, glaubt mir, es gibt viele Menschen, die einfach Halbwahrheiten verbreiten. Und das was so gefährlich ist. Das ist immer das, was mein Vater zu mir sagt. Mein Vater sagt immer, das sind nicht die Lügner, es sind immer die, die die Halbwahrheiten machen. Die nur die halbe Wahrheit sagen und es so verschmücken, als wäre es true, but it's not. So viel dazu. Ich sitze hier mit meiner Salzbutter, liebe ich, Kerrygold, kann nur recommend this. Ihr könnt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Ich wollte auch nochmal Danke sagen zu dem letzten Video von mir, wo ich so offen mit euch im Auto drüber gesprochen habe und mir einfach mal ein bisschen was von der Seele gesprochen habe. Und danke auch an die ganzen Direct Messages, die ganzen Texte, die ich bekommen habe. Ihr gebt mir richtig das Gefühl, dass es okay ist, auch Fehler einzugestehen und auch einfach offener zu sein. Und ich versuche das auch wirklich. Ich versuche offener zu sein. Es ist einfach nicht so einfach. Heute ist ja auch Bayram und dann essen wir zusammen. Und ja, das ist so unser Plan. Guten Morgen! How's it going? Dörr und ich sind on the way, denn wir fahren in die Stadt, wollen ein bisschen spazieren, wollen ein bisschen picknicken, holen uns das zum Frühstücken. Guck mal, das ist hier voll verdreht. Ja, wir müssen ein paar Besorgungen in der Stadt machen. Nicht so lange. Und dann geht's wieder nach Hause. Heute ist Brückentag, also du hast keine Schule. Für mich steht aber 99 heute an, also Sophie kommt später. Deswegen haben wir nicht so viel Zeit, wollen aber trotzdem den Tag heute genießen, weil es nicht so regnerisch ist und so wie die letzten Tage. Deswegen ist das Sister-Sister-Time. So Leute, du und ich sind in der City. Just sipping my coffee, yeah. Just the lifestyle, hot stuff, yeah. Wir frühstücken jetzt und ich wollte unbedingt mal Gorilla ausprobieren. Deswegen haben wir gesagt, komm, heute ist ein schöner Tag. Wir setzen uns in die City, sitzen hier an dem Park. It's so nice, we're in New York. Kinda. Just chillin', living your life, yeah, honey, yeah. Genau, und deswegen bestellen wir gerade Gorilla und es ist einfach so krass. Aber ich bin sehr gespannt, wie das ist, weil ich noch nie da bestellt habe. So Leute, Sophie ist in the hood. Wir arbeiten an 99, an den neuen Samples. Das wird auf jeden Fall muchos colorful. Schnappi ist immer wieder am Wein. Also so. So, wir sind jetzt oben und arbeiten hier weiter. Der Wurm ist ganz, ganz brav. Ich muss noch ein bisschen was an meinem Laptop kurz ganz, ganz schnell schneiden. Und ja, ansonsten ist es halt ein random 99 Day. We are very excited for the bikini shooting. Yes. Sehr viel Organisation, die in sowas läuft. Aber alle 5 Minuten geht irgendwas schief. Aber wir sind still very excited und ja, freuen uns. Daddy is in the hood. Snoomy. Hör auf, alle zu ärgern. Ja, Berke hat was zum Essen mitgebracht. Sophie ist weg. Time for the Feierabend, I would say. War sehr erfolgreich.
Aber ich bin einfach müde. Mir ist vorhin einfach meine Kontaktlinse aus den Augen gefallen. Weil meine Augen so trocken sind. Ich weiß nicht, was gerade blüht, aber ich muss auf jeden Fall auch die ganze Zeit niesen. So, Leute, ich melde mich mal wieder bei euch. Ich habe das ganze Wochenende sehr entspannt. Bin gerade, heute ist Montag, dabei, mich zu organisieren, aufzuräumen, zu sortieren, meine Woche zu planen. Ich bin heute allgemein sehr müde und wie ihr sehen könnt, ist wieder viel, hat sich viel angestaut. Das ist der ganze Sack, den ich Sophie gebe, wenn sie kommt, wegen den Klamotten. Und ja, ansonsten ist heute die neue Pussy Talk Folge rausgekommen, Staffel 2. Wir sind sehr hyped. Könnt mir gerne in die Infobox schreiben, wie ihr unser Intro findet. Ich finde es wirklich mega geil. Es macht so gute Laune, wenn man es hört und auch die Melodie. Und ja. Ansonsten bin ich gerade dabei, gleich meine, mir so eine Liste zu machen, meine Gedanken zu sammeln. Dazu benutze ich meinen Planner und mein Tagebuch, um mich im Kopf ein bisschen zu strukturieren und hier, was ich arbeiten muss, zu strukturieren. Das Tagebuch könnt ihr jetzt bestellen. Ich werde euch einen Link in die Infobox packen. Und dann werde ich auch gleich mal meine ganzen Polaroid-Bilder sortieren. Ich habe mir nämlich so ein kleines Polaroid-Buch bei Amazon bestellt. Das hat 6 Euro gekostet, das war sehr günstig. Und hier hast du sehr, sehr, sehr viel Platz, die Polaroid-Bilder sortiert abzuheften. Weil bei mir, ich kann euch mal meins zeigen. Ich habe mir damals ein falsches bestellt und das ist viel zu groß für die und die rutschen da auch raus. Und es ist sehr, sehr unübersichtlich. Deswegen werde ich das jetzt mal sortieren gleich. Mir erstmal eine Liste machen, was ich mache, was ich tue. Und ja, viel Spaß weiter bei dem Vlog. Gerade Bikini-Namen mit Wörtern, die mit O enden und du ja so Ostsee. Das war ein Joke. Nein, war es nicht. War es nicht. Das war ein Joke. Guck mal, ein Würmchen. Ein Würmchen macht es gemütlich auf Mamis Brust. Einmal probieren, ja. Sophie hat die Adorable Cookies gebacken. Cookies. Diesmal sind die richtig gut. Ja? Was hast du aufgeschrieben? Noch gar nichts. Achso, okay. Genau, so ein Half-Body-Bild. So eine halbtotale. Professionelles Wort. Half-Body reicht. Was heißt für dich Half-Body? Überm Knie. Dann, Top von vorne. Ja. Dann auch Bikinihose von vorne und von hinten. Mhm. Warte, lass erstmal bei Top. Was brauchen wir bei einem Top noch für Detailfotos? Den Verschluss. Den Metall. Detailfotos. Die Metalldetails. Metalldetails. Träger. Wie genau stellen wir uns das Video denn vor? Stellen wir uns das vor, wie bei vielen Seiten, wo das so ist, zum Beispiel, wir könnten ja eine schöne Wand am Haus oder so finden, und man läuft so rein, so auf dich zu und so wieder weg. Auf der Bildseite dachte ich mir, das wäre halt geil, wenn einer so aus dem Pool rausgeht, weißt du, wenn wir da so ein 5-Sekunden-GIF oder so haben, weißt du, wie so eine aus dem Pool rausgeht, die eine bleibt so sitzen und die andere post so oder so, weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, wie auch die vielen Gruppenbilder, die wir rausgesucht haben, weil ich finde, die haben ja schon fast so was von so Kunstausstellungsbildern. Voll. Weißt du, so diese wir müssen auch irgendwann die Mädels so in den Pool lassen, weißt du, wenn die so nasse Haare und so haben, das müssen wir dann auch planen, dass es dann irgendwann am Ende ist, dann wenn wir nicht mehr so viele Bilder brauchen oder wie auch immer. Ja, und ob das dann Sinn macht wegen dem Licht und so. Ja. Das müssen wir nur mal überlegen. Wir wissen halt noch nicht ganz genau, was wir brauchen, weil wir ein komplett neues Design haben werden auf der Website. Dann machen wir sie eben noch mal. Hey, Baby. Du machst sie auch noch mal. Wie ihr wisst, durfte ich ein wenig mit Dior Pieces shooten und heute ist der Tag, wo die schönen Sachen zurückgehen. Ich hatte ja hier einmal die Karo-Tasche, diese Jacke, auch diese Schuhe. Fand ich so nice. Moment. So sehen die aus. Ich finde, die passen nicht nur perfekt zu dieser Jacke, sondern die sehen auch mega stylisch aus. Ja, war auf jeden Fall a blessing und jetzt muss ich sie zurückschicken. So, okay, Leute. Ja. Wir sind done for the day. Sind ein paar Pakete angekommen. Und was denn? Achso, ich weiß nicht. Komm, mach mal Unpacking. Okay. Das hier. Ich weiß nicht, ob ich es richtig halte. Soll ich es lieber einklappen? Ja, kannst du machen. Das hier habe ich bestellt. Das war das mit dem Zoll. Weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber das hing im Zoll fest, weil die eine falsche Rechnung geschrieben haben. Die haben da hingeschrieben, das hat 22.000 gekostet. Und dann waren die so, where is our Zoll Money? Ja. Und deswegen, das kam auch später an. Das kommt irgendwie aus Korea, obwohl das aber eigentlich aus Schweden kommt oder so. Also, ich finde es ein bisschen aus wie eine Granny, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ich finde es auch eigentlich ganz geil. Okay. Aber ein bisschen weird, dass sie sich Source Unknown nennen und dann Dropshipping betreiben. Ja. Also so sieht es tatsächlich jetzt ein bisschen Oma aus. Jetzt noch ein bisschen Tee haben. Ja. Aber ich kann es mir schon mit dem Outfit und so schon cute vorstellen. Ja, weißt du, ich mache hier einfach mal so ein bisschen hier mein Oberteil auf. Ich wollte also auch schon gesagt, dass sie ein bisschen aus wie eine Granny, weißt du, kannst ja so also über Unterwäsche anziehen. Dann ist es nicht mehr so Granny. Was ist das? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist auch aus Schweden bestellt, gell? Ach so, ja. Diese One-Shoulder-Dinger. Mm. Kennst du die, die so sitzen? Ich hab's in deiner Story gesehen, ja. Ja, die sind mega schön. Oh, die hat mir zweimal das gleiche geschickt. Oder? Sicher, nee, ist bestimmt was anderes. Nee, das habe ich schon aus Oberteil. Möchtest du das haben? Ja, wenn du das nicht haben. Ich hab das ja schon. Ja, und man kann ja auch zwei haben wollen. Thank you. Quatsch. Blau. Die blaue Obsession. Ja. Nochmal in schwarz. Und. Auch cute. Die Qualität gefällt mir jetzt, to be honest, nicht so. Guck mal. Aber, ja, gucken wir mal, wie es aussieht. ASOS geht immer. Aber ich habe ja auch wieder bestellt und es sind wieder 3 von 4 Sachen scheiße. Also irgendwie bin ich nicht so amused. Echt? In letzter Zeit. Und es war nichts davon im Sale, also daran lag es nicht. Ah. Kommt ohne Karton, finde ich schon mal super. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? In meiner Bestellung waren auch diese Plastikdinger und ich verstehe ja, dass die so recycelt sind oder so, aber ich denke mir so, da ist ja nichts, was kaputt gehen kann. Eigentlich müssen die da kein Zeug reinquetschen. Die kann ich sehen, saugeil aus. Ja, die sehen echt geil aus. Zieh die mal an. Fuß-Content in Comic. Alles auch for free. Ja, wie ich in meine Slides da. Hä? Sieht ein bisschen aus wie so eine Fleischwurst. Oh, das sieht richtig geil aus. Ich finde, so, wenn man so hohe Schuhe sieht, ist man so richtig angesext. Ach so, ich dachte jetzt, du sagst, es sieht echt aus wie eine Fleischwurst. Nein, ich finde, es sieht richtig geil aus. Also wenn das nicht aussieht wie eine Olga, die zusammengebunden wurde, dann weiß ich auch nicht. Und ich bin ja unfassbar. Sexuell aus. Bisschen anturnt. Die haben auch eine gute Höhe. Und die sind auch bequem. Oh mein Gott, die sind so bequem. Also ich dachte mir schon, dass die bequem sind, aber die sind so bequem. Zieh mal einen an. Alter. Aber ohne Spaß. This is looking good.
Oh, die sind tatsächlich bequem. Ja, oder? Die sehen zwar aus wie so eine Presswurst. Aber die sind echt bequem. Ja. Ich kann ja gar keine hohen Schuhe tragen, aber die sind echt bequem. Ja. Boah. Also genauso tragen wir die außen mit einem. Weil ich kann an High Heels eigentlich relativ gut auch im Internet sehen, ob die bequem sind oder nicht. Und da wusste ich das. Die habe ich euch auch auf Insta empfohlen und dann selber bestellt. Und die sind echt bequem. Die sind mega geil. Crazy. Die bestelle ich jetzt direkt noch in einer anderen Farbe, weil ich finde, die sind so eine richtig gute Höhe von, du kannst die noch mit Jeans tragen oder mit so einem Satin-Kleid. Aber nicht schlimm hoch. Ja. Ja, der Quetschfuß. Hey, mega geil! Ich werde euch den Link in die Infobox setzen, wenn ich es nicht vergesse. Ich bin echt verwirrt, was das ist. Ah, ich remember, was das ist. Ich finde das Top eigentlich richtig schön. Ja, sieht cute aus. Ja. Yes, die ist weit unten. Ah. Mhm. That was it for the hall party people. Reicht ja auch. Sind wir eigentlich durch für den Tag? Weiß nicht, was müssen wir sonst noch machen? Lass mal die Liste nochmal durch. Mhm. Genau. So Leute, ich möchte hier den Vlog beenden. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne auch weitere Videowünsche in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich über euren Support. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye.